Evoli, sprich mein Fiat Punto Evo, zu verkaufen, war der größte Fehler, den ich jemals begehen könnte. Und nun, da ich meinen Alfa Romeo verkauft habe, war es an der Zeit, dass ich diesen Fehler korrigiere. Und das habe ich heute getan. Steht da. Noch ein bisschen näher. Und das gut. Baby, steig ein in meinen Wagen und lehn dich zurück. Ich fahr Punto, Baby, ich fahr Punto. Ich drücke einmal aufs Gas und wir legen 3 Meter zurück. In mein Punto, Baby, ich fahr Punto. Graue Haube, die Hater machen Auge. Mein Punto ist mein bester Freund, hier bin ich zu Hause. Überall gestaune, wenn der rote Blissy City durchquert. Ich bin einfach nichts ohne mein dickes Gefährt. Ist das Ticket ins Herz von jeder Dame der Welt. Sie laufen aus, wenn ich vorfahr mit dem raren Gestell. Steig ein, wir fahren auf den Straßen wie auf Wolken. 60 Pferde, die uns tragen. Sie liebt mich und meinen Wagen. Baby, steig ein in meinen Wagen und lehn dich zurück. Ich fahr Punto, Baby, ich fahr Punto. Ich drücke einmal aufs Gas und wir legen 3 Meter zurück. Okay, Klartext. Eins soll schon mal klar sein. Die bleiben nicht drauf. Die Originalen liegen gerade im Kofferraum. Also ihr kriegt nochmal die originalen Scheinwerfer und originalen Rückleuchten. Diese hässlichen Kackteile bleiben nicht dran. Keine Sorge. In mein Punto, Baby, ich fahr Punto. Baby, steig ein in meinen Wagen und lehn dich zurück. Ich fahr Punto, Baby, ich fahr Punto. Ich drücke einmal aufs Gas und wir legen 3 Meter zurück. In mein Punto, Baby, ich fahr Punto. Nach 2-monatiger Untreue bin ich wieder zurück in der Punto Squad. Ach, ich bin happy. Ich bin happy. Mein 176er Punto, der Punto der ersten Generation. Jetzt habe ich 2 Autos aus den 90ern. Cookie und den Punto. Geil. Jetzt kann ich sogar mit meinem Alltagswagen zu einem Youngtimer-Treffen fahren. Ey, das ist voll geil. Also, der Wagen wird mir Spaß machen. Der Wagen hat noch was vor sich. Geil. Baby, steig ein in meinen Wagen und lehn dich zurück. Ich fahr Punto, Baby, ich fahr Punto. Ich drücke einmal aufs Gas und wir legen 3 Meter zurück. In mein Punto, Baby, ich fahr Punto.